Moin, liebe Borussen, super, dass ihr auf den Donnerstag wieder dabei seid. Heute Deal or No Deal, Zugänge. Letztes Mal haben wir die Abgänge gemacht, haben geguckt, wo wir im Sommer Nachholbedarf haben, auf welchen Positionen. Die wollen wir heute mit Leben füllen. Lasst wie immer gerne ein Abo und einen Daumen da. Damit unterstützt ihr mich am meisten. Und natürlich am Samstag steht das Spiel gegen Bayern München an. Und dazu war heute die PK da, wurde wenig Sportliches tatsächlich gesagt. Es ging eher wirklich um die schlechte Stimmung, Unzufriedenheit bei den Fans, Unzufriedenheit, die von außen rangetragen wird, Kleffe-Interview etc. Aber kommen wir erstmal zum Sportlichen. Das Wichtigste für Samstag, Skelly wird wahrscheinlich mit dabei sein im Kader, war angeschlagen, aber da ist nur noch ein kleines Fragezeichen hinter. Dann Thuram, der wird höchstwahrscheinlich ausfallen. Konnte bis jetzt noch gar nicht trainieren und wird wahrscheinlich morgen im Abschlusstraining auch nicht dabei sein. Und dann würde er ausfallen. Hinter Weigel und Netz ist auch noch ein Fragezeichen. Weigel, Magen, Darm, Netz, muskuläre Probleme. Da wird sich morgen entscheiden, ob die dabei sind. Und Sommer wird verabschiedet am Samstag. Finde ich für absolut in Ordnung. Hat 8,5 Jahre sehr, sehr gute Arbeit bei uns geleistet. Und hat er sich mehr als verdient. Haben sich auch die Fans gewünscht, dass er verabschiedet wird. Ist vollkommen in Ordnung. Und Highlight-Spiele. Es ist wieder ein Highlight-Spiel. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir Samstag ein gutes Spiel machen werden tatsächlich. Highlight-Spiele können wir, hat Farke auch nochmal gesagt, gegen die kleinen Mannschaften, Hertha BSC, Augsburg, Bochum, Darmstadt können wir es nicht, weil die anscheinend anderen Fußball spielen oder uns die Motivation fehlt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen guten Auftritt hinlegen werden. Wir müssen gut im Ballbesitz sein, gut gegen den Ball, hat Farke gesagt. Und das, was du immer brauchst, um 3 Punkte einzufahren. Und dann wird sich zeigen, ich bin riesig gespannt auf Samstag, könnt ihr gerne im Livestream dabei sein. Und das war sportlich. Das war sportlich von der PK. Und dann ging es richtig los. Die Unzufriedenheit, kurze Unzufriedenheit, die aktuell da ist, die kommt ja nicht vom Platz 10. Die kommt einfach daher, dass viele Fans merken, dass mit der Mannschaft einfach mehr drin ist, gefühlt. Ne? Aber da muss man auch Farke recht geben. Die Mannschaft spielt halt seit dem Ende von Rose Grütze. Also immer wieder diese Unkonstanz, immer wieder diese schlechten Leistungen und die zwischendurch eingestreut werden. Ob es ein 6-0 in Freiburg ist, ein 3-0 gegen Hannover im Pokal und jetzt wieder gegen die kleinen Mannschaften fliegst wieder im Pokal raus. Ne? Und da kommt ja die Unzufriedenheit der Fans her. Und da muss man Farke halt recht geben, die Jungs sind älter geworden, 2,5 Jahre. Wir waren letztes Jahr im Abstiegskampf. Und es sind einfach viele Dinge gelaufen, ob es auslaufende Verträge sind, Abstiegskampf letztes Jahr, Spieler gegangen unter Marktwert. Ne? Und da hat Wirkus auch gesagt, wir haben es verpasst, einfach Spieler zu verkaufen. Thuram, Zakaria, Ginter, Benze Baini sind jetzt mal die ersten, die ich anführe. Und das, die haben da schon irgendwo recht, aber im Sommer muss dann halt auch geliefert werden. Ne? Ich lass den so eine Saison jetzt durchgehen, auf jeden Fall. Ich glaube auch an Wirkus, ich glaube auch an Farke. Die haben absolut mein Vertrauen, aber sie sagen jetzt, sie brauchen noch 2-3 Transferperioden, aber du musst halt im Sommer da eine Mannschaft haben, wo du merkst, die brennt für den Verein, ne? Und das hast du aktuell, also habe ich das Gefühl halt aktuell nicht, und ich glaube auch, dass Wirkus das weiß, dass es im Kader einfach Probleme gibt. Das hat er quasi auch mit gesagt, dass die Außenstehenden nicht alle Informationen haben. Und was sind denn alle Informationen? Also das war in Bezug auf quasi Kleff mit seiner Aussage, mit der Mannschaft musst du nach Europa, aber die haben nicht alle Informationen. Dann heißt es ja, dass das in der Mannschaft einfach nicht stimmt. Da muss ein Strukturfehler sein, keine Ahnung, weiß ich nicht, was da in der Mannschaft los ist, aber anscheinend gibt es da wohl Probleme in der Mannschaft und das wurde ja mit dem Satz eigentlich heute bestätigt. Ne? Und wir als Gladbach setzen uns realistische Ziele, da muss ich ein bisschen dagegen halten. Ich finde immer wichtig, dass du dir ambitionierte Ziele setzt und nach dem Maximum strebst, weil nur so kommst du auch voran als Verein. Wenn du immer nach dem Minimalen strebst, dann bringt dir das nichts, dann lass die Sache sein. Ne? Ich finde immer, gute, hohe Ziele sind immer wichtig. Und das war es dann auch von der PK. War wirklich schlechte Stimmung. Wurden viele Phrasen rausgerauen. Wir müssen Gras fressen, wir müssen das, wir müssen dies. Dann bringt Samstag auf den Platz. Und jetzt starten wir rein in die Zugänge bzw. Abgänge. Was natürlich klar sein wird, also das ist so die erste Elf, seht ihr ja, die Farke wahrscheinlich im Hinterkopf hat, also aktuell, ich glaube, das ist so gefühlt die erste Elf. Aus der wird natürlich im Sommer ein Thuram wegbrechen. Ich glaube, ein Benze Baini wird zu 100% wegbrechen. Ein Julia Weigel ist erstmal nicht da. Ich glaube, ein Kone
wirst du verkaufen müssen, um den Kader um Bruch zu moderieren. Und ja, dann hast du erstmal die Profis noch ja, in der, die übrig bleiben. Ich glaube aber, mit einem Jordan Bayer, der zurückkommt, könnte man theoretisch auch den hier machen, dass man mit Bayer und Elvedi auf der Innenverteidigerposition plant, Itakura und ja, vielleicht sogar mit Itakura, wenn man Weigel verpflichten kann, mit Itakura und Weigel eine Doppel-6 bildet. Und Kramer ist bei mir nächste Saison auf der Bank. Ich glaube, dann muss Neuhaus ins Spiel kommen. Du hast den jungen Luca Netz, der Benzebaini beerben kann. Und ja, also so hättest du theoretisch schon fast eine Mannschaft, die gar nicht so schlecht aussieht. Und dann fehlt es gar nicht an so vielen Positionen. Also ich glaube, Stindl wird noch ein Abgang sein. Ich glaube nicht, dass Stindl verlängern wird. Leiner könnte ein Abgang sein. Toni Janschke, der Vertrag läuft aus. Ich glaube auch, dass du einen Innenverteidiger, ob es Elvedi oder Friedrich ist, verkaufen wirst. Plea und Kone. Ich glaube auch, dass die Aktie Plea nochmal heiß wird, wenn Thuram weg ist, wenn Benzebaini weg ist, die beide Französisch sprechen. Könnte ich mir vorstellen, dass das Kapitel auch, wenn es irgendwie geht, geschlossen wird. Dann wird man sehen, wie man in die neue Saison startet. Und ich glaube, ja, wir haben es schon ein bisschen so erarbeitet. Also auf der Zugangsseite wird Bayer sein, wenn da kein unmoralisches Angebot kommt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Julian Weigel irgendwie verpflichtet werden kann. Auf den steht Farke ganz besonders. Und dann brauchst du aus meiner Sicht einen Linksverteidiger, / Rechtsverteidiger, am besten einer, der beides kann. Weil nur mit Skelly auf der rechten Seite und Netz auf der linken Seite wird es nicht reichen, falls Leiner geht. Du wirst einen Zehner benötigen. Und ja, gefühlt zwei Stürmer, vielleicht noch ein Sechser. Und dann bist du auf vielen Positionen gut aufgestellt. Und ja, Sachen, die halt auch schon mal durch die Medien gegangen sind, beziehungsweise mein Wunschtransfer eigentlich auf der Verteidigerposition ist Aaron Martin von Mainz 05, Spanier. Der Vertrag läuft im Sommer aus, wäre ablösefrei zu haben, und du brauchst einfach auch andere Charaktere. Ich glaube, du brauchst auch mal einen Bruch in den Strukturen in der Mannschaft, und so ein heißblütiger Spanier, glaube ich, würde uns sehr, sehr gut tun. Kann auch endlich mal Freistöße treten. Das wäre eine sehr, sehr spannende Personalie aus meiner Sicht. Da sollte man alles dran tun, um den dann nieder reinzuholen. Ich glaube, das wäre ein absoluter Top-Transfer, wie gesagt, ablösefrei. Ja, und wir müssen einfach zusehen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Plätze gut machen, um sportlich ambitioniert weiterhin zu bleiben und so auch attraktiv zu sein für andere Spieler. Omar Mamouche, da weiß ich, dass der heiß gehandelt wird am Niederrhein. Das ging auch schon öfters durch die Medien. Das wurde das absolute Top-Ziel von Borussia. Der soll kommen. Ja, hat eigentlich alles fußballerisch drauf, was geht. Kann bei Wolfsburg noch nicht so richtig durchstarten. Da müssen wir ihn halt zum nächsten Mo Salah machen bei uns im Borussia Park. Ich glaube auch, viele werden ihn nicht feiern, aber David Kownacki, ich glaube, das ist wäre auch eine gute Alternative, gute und günstige Alternative. Hat jetzt 8 Tore schon in der zweiten Liga gemacht, 6 Vorlagen von Fortuna Düsseldorf, auch ablösefrei. Wenn man den als Alternative holen kann, warum nicht im Sturm? Ja. Josh Meyer wäre eigentlich, also der war noch nicht in den Medien, aber das wäre mein absoluter Favorit. Der schießt die zweite französische Liga komplett auseinander, ist in London geboren, in Nigeria aufgewachsen, nigerianischer Nationalspieler. Ne, ist in London geboren, aber Nationalität, also seine Eltern sind Nigerianer, und der spielt auch in der nigerianischen Nationalmannschaft. Ja, und schießt, hat schon 11 Tore in 23 Spielen in der zweiten französischen Liga gemacht, 3 Torvorlagen, absolute Maschine vorne drin, auch ablösefrei. Und Tim Breithaupt auch als Alternative auf der 6, ja, der bringt eigentlich alles mit, um der Nachfolger von Kramer zu werden, spielt in der deutschen U20, absoluter souveräner Sechser, 1,92, hochgewachsen. Ich glaube, der könnte Kramer sehr, sehr gut ersetzen. Das wäre aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr wichtiger und guter Transfer. Soll auch schon am Borussia Park gewesen sein, sich mit Wirkus unterhalten haben. Und ja, also das sind so eigentlich meine Personalien. Ich glaube, dass du nicht viel Geld in die Hand nehmen wirst, wenn du Julian Weigel noch verpflichtest. Dann wirst du viel am ablösefreien Markt unterwegs sein. Und ich glaube, dann hättest du schon einen Kader nächstes Jahr, der sehr, sehr gut aussehen würde. Ne? Ich fände es sehr, sehr spannend, wenn wir Itakura auf die 6 ziehen könnten und dann Bayer und Elvedi
in der Innenverteidigung etablieren könnten, vielleicht Friedrich verkaufen und Janschke dann nochmal ein Jahr verlängern. Du hättest dann immer noch die Möglichkeit, Itakura nochmal zurückzuziehen, Weigel auf die 6 zu ziehen. Du hättest mit Mamouche einen ganz, ganz schnellen Linksaußen, der auch Zehner spielen kann. Netz, ein Backup als Art Aaron Martin als Backup. Ja, wahrscheinlich müsstest du irgendwie vielleicht noch versuchen, ein Backup für Skelly zu holen und Itakura und Weigel und Neuhaus auf der 10. Ich glaube, damit hast du eine überragende Zentrale. Du hättest Tim Breithaupt in der Hinterhand mit Kramer in Gumu auf rechts, weil Jonas Hofmann mir aktuell gar nicht gefällt. Ich sehe sogar in Gumu irgendwie vor ihm aktuell, weil was auch die Aussagen in den Interviews, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Ärger als bei Hofmann, wenn man sagt, gegen Hertha und Schalke, das war ordentlich. Also beziehungsweise man hat da aus den ersten 3 Spielen 4 Punkte geholt, das ist nicht so schlecht, dann ist es einfach für mich das falsche Mindset im Kopf aktuell. Und Josh Maier im Sturm, Kovnatski als Backup und Mamouche, und du hättest mit ein paar ablösefreien Spielern, glaube ich, schon einen ziemlichen Kaderumbruch hingelegt und damit mit der Mannschaft könntest du auf jeden Fall, ich glaube, viele Borussen begeistern, weil es auch eine sehr, sehr junge Mannschaft ist. Und die ist auch entwicklungsfähig über Jahre. Ne? So, das bleibt abzuwarten. Also ihr könnt gerne mal eure Transfers oder eure Ideen für den Sommer in die Kommentare schreiben. Wichtig wird es aus meiner Sicht sein, dass die Personalien ganz, ganz früh geklärt werden. Alle Verträge, ob es mit Hannes Wolf ist, Neuhaus, Elvedi, Janschke, die dann auslaufen 2024, oder Janschke ist ja jetzt im Sommer ablösefrei, dass das ganz, ganz früh geklärt wird, dass du alle Verpflichtungen relativ früh unter einem Dach hast, beziehungsweise abgehakt hast, damit du dann mit dem vollen Kader oder fast vollen Kader in die Vorbereitung gehen kannst, damit du nicht diese Unruhe hast. Und dann wirst du entscheiden müssen, bleibt ein Hannes Wolf oder geht er, bleibt ein Florian Neuhaus oder geht er. Und was passiert mit den anderen Abgängen? Ich glaube, Player, da ist auch noch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Manu Kone, musst du auch gucken, was du für die Jungs bekommst. Und dann gehe ich trotzdem optimistisch in die Zukunft. Und jetzt steht das Spiel gegen Bayern München an. Ich bin gespannt, was am Samstag passiert. Morgen ist wie immer die Spieltagsvorbereitung. Und wenn ihr noch was braucht aus meinem Shop, ist wir natürlich wie immer live. Und ab 2 Teilen gibt es mit dem Rabattcode Buschi großgeschrieben. Alles umsonst. Den Pulli gibt es ein L nur noch einmal. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten Donnerstag. Kommt gut in den Abend. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.